Herzlich willkommen in Shoreside Vale und herzlich willkommen zurück zu GTA 3. Das wird wahrscheinlich unsere letzte Aufnahmesession sein. Und wir haben natürlich das schöne C bei uns auf dem Bildschirm. Übrigens, das Haus haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir irgendwie mal eine Benachrichtigung bekommen haben, dass wir hier jetzt einen Unterschlupf haben. Gibt's aber. Also wir sind hier mit in diesem wunderschönen Haus drin. Also letztendlich schließt sich einfach nur die Tür, wenn wir da reingehen und der Speicherbildschirm erscheint. Ich habe mal hier den Patriot mit hergeholt, den kugelsicheren. Keine Ahnung, ob wir den jemals benutzen werden, aber ich dachte mir, wenn, dann wahrscheinlich eher hier. Und wir haben noch natürlich Catalina. Ich nehme zumindest mal an, dass das C für Catalina steht. Aber da ich vermute, dass das das Finale sein wird, werden wir uns erstmal um das Telefon kümmern. Denn wir haben auch hier in Shoreside Vale, auf Shoreside Vale, wie auch immer, noch Telefonmissionen zu erledigen. Und das würde ich natürlich gern vorziehen vor die anderen Missionen. Und dann schauen wir mal, wie viele Missionen da noch so kommen werden. Und wie schwer die sein werden. Ich hoffe mal, in dieser Aufnahmesession läuft es ein bisschen besser als in der letzten. Wo ich ja, glaube ich, wirklich fast jede Mission mindestens doppelt machen musste, um sie erfolgreich abzuschließen. Naja, schauen wir mal, ob es heute besser läuft. Los geht's mit den Telefonmissionen in Shoreside Vale. Drive-by-Action. Tja, dann müssen wir mal aufpassen, dass wir das richtig machen. Besorg dein Fahrzeug, beachte, hier zählt nur die Uzi. Ja, ich glaube, ich weiß, wie man einen Drive-By macht. Wir steigen mal ein und testen das Ganze mal aus. Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Habe ich jetzt keine anderen Waffen mehr? Ich hoffe, die kriege ich wieder. So, auf jeden Fall haben wir jetzt unendlich Uzi-Munition. Warte mal, das hier ist doch einer. Sieh mal an, was haben wir denn hier gleich für einen Auflauf? Da halten wir doch einfach mal drauf und schauen mal, wer noch so am Leben bleibt. Okay. Man muss also schon ein bisschen näher sein, um auch zu treffen, wie es aussieht. So, ich würde sagen, was Säge, verziehen wir uns dann erstmal ganz schnell. Haben wir schon so einige aufs Kreuz genommen jetzt, aufs Korn genommen. Schauen wir mal. Ist natürlich jetzt ganz schlechte Tageszeit dafür, muss ich mal so feststellen. Oh, das waren keine. Das war, glaube ich, ein falscher. Ups. Ja, halt! Der lebt noch! Da sollten wir vielleicht nicht so auf der Stelle stehen bleiben hier. Ich würde sagen, wir bleiben in Bewegung. Das heißt ja auch Drive-by und nicht Stand-by. Habe ich mir ganz alleine ausgedacht gerade. Oh shit, ich soll vielleicht mal umsteigen. Neues Auto wäre geil. Gibst du mir bitte mal dein Auto hier, dein Vehikel? Danke. Oh, Drive-by in der Familienkutsche. Geile Idee. Ich komme nicht von der Stelle gerade. So, einer fehlt noch, dann haben wir es schon. Also abgesehen davon, dass wir gerade unser Auto verloren haben. Haben wir es geschafft. Den Bullen interessiert es so scheiß, dass hier gerade fast ein Gangkrieg ausbricht. Finde ich okay. Was will denn der Typ von mir? Hey Kumpel, bist du denn mal fertig, oder? Tschüss. Wenn es ihm Spaß macht, natürlich. So, jetzt will ich aber erstmal wissen, habe ich meine Waffen noch? Es ist schön, dass wir mal wieder die Mission gleich im ersten Versuch geschafft haben. Ich habe meine Waffen noch, dankeschön. Das war mir jetzt das wichtigste Anliegen, ehrlich gesagt, dass ich meine Waffen behalte. So, und da es gar nicht sonderlich viel Zeit gekostet hat und Aufwand, würde ich sagen, wir machen einfach gleich mit der nächsten weiter und gehen gar nicht erst speichern oder irgendwas. Ah, ich habe noch ein anderes Auto hier rumstehen. Beziehungsweise mehrere andere Autos. Siehst du mal, der Kartellwagen steht immer hier, das ist praktisch. Gut, auf zum zweiten Auftrag am Telefon.
tödliches Spielzeug. Those nines are pressing me. These bitches got armored cars and now they're running spank and slinging into brothers with no fear. There's a car parked up the way. There's some stuff in there to put these sissies on blast and wreck all their armored stuff. Okay, ich ahne, worauf das hinausläuft. Kleine Bombenwagen, das hatten wir ja in Vice City zum Beispiel auch gehabt. Und es klingt, als ob wir nur Autos als Ziele haben. Von daher vermute ich bald mal, dass wir auf dem Boden bleiben und kein Flugzeug haben werden, kein ferngesteuertes, wie das in Vice City der Fall war. Da gab es ja diese Mission mit den Kubanern, also wo wir die Kubaner ausschalten mussten für die Haitianer, waren es glaube ich. Wo ist denn hier eigentlich die Auffahrt auf diese blöde Brücke? Ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Hier drüben, okay. Und die hatte mich damals, ich weiß gar nicht, ob es im Let's Play war, aber normalerweise treibt die mich immer ziemlich in den Wahnsinn, die Mission. Oder hat sie mich in den Wahnsinn getrieben immer. Weil die Dinger einfach unfassbar schlecht zu steuern sind, die kleinen ferngelenkten Flugzeuge. Ich denke aber, da wir Autos haben, wird es wohl diesmal eher darauf hinauslaufen, dass wir kleine ferngelenkte Autos haben. Und das ist ein ganzes Stück angenehmer, würde ich sagen. Schauen wir mal. Zerstöre die gepanzerten Fahrzeuge mit den Buggies. Zur Zündung drücke oder Maustaste links. Okay. Wenn du die Reifen eines Wagens triffst, explodiert der Buggy. Na klasse. Das wird wohl das Hauptproblem werden. Wenn er aus der Reichweite kommt, explodiert der Buggy. Ach du Scheiße. Na, herzlichen Glückwunsch, das ist ja geil. So, testen wir es mal aus. Und... Bums! Nummer 1. Könnte mir gefallen. Kommen wir hier lang. So, ich glaube, wir sollten ein bisschen aufpassen, dass wir hier... Ich weiß nicht, ob ich Leute rammen darf. Ich bin mal lieber ein bisschen vorsichtig. Und ich würde so gern die Kamera ein bisschen hochsetzen, damit man auch mal nach vorn schauen kann und nicht immer bloß auf den Boden. Aber den Gefallen tun sie mir nicht. So, ich müsste mal irgendwie... Achso, das ist eine... Führt alles nach oben, okay. Ich wollte gerade sagen, ich müsste mal irgendwie abkürzen, aber... Ist schwierig bergauf in den Serpentinen. Okay, wo müssen wir denn lang? Ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, ich fahre mal hier lang. Gucken wir mal. Ich weiß es nicht. Eine Karte wäre so geil. Komme ich denn hier irgendwo? Ja, davon, okay. Ich weiß, ich entferne mich gerade von dem Ding. Aber ich muss noch auf eine etwas nördlichere Spur, wie es aussieht. Alter, die Kamera, die Perspektive, die ist schrecklich. Wow! Alter! Das war knapp. Wir erinnern uns, berühre die Reifen eines Wagens und du explodierst. Oh, hallo! Na, sieh mal an, wen ich gefunden habe. Welch ein Glück. So, bleibt noch ein Ziel. Und wir haben noch zwei Buggies. Das klingt komfortabel. Das klingt sehr gut. Das klingt so, dass ich direkt mal abkürze. Dass ich es mal wage, da zu springen. Oh, scheiße. Muss ich etwa durch den Tunnel fahren? Oh, das wäre der Hass. Shit. Ernsthaft, Leute? Oh, nein. Scheiße. Ich fahr mal hier lang. Mal sehen. Ich weiß gar nicht, wo der Tunnel hier seinen Ausgang hat. Und ich kann mich auch nicht vernünftig umsehen, weil ich diese tolle Kameraperspektive mit dem Buggy habe. Aber ich glaube, hier bin ich nicht richtig, oder? Oh, dieses Motorengeräusch, das macht mich wahnsinnig. Nee, hier fahr ich bloß im Kreis. Geil. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, hier vorne lang zu fahren. Zumindest verlassen wir dann die ausgetretenen Pfade. Es sieht nicht richtig aus. Aber wer weiß.
Vielleicht finden wir jetzt den super tollen Shortcut irgendwie. Nee, ne? Weil hier ein Berg im Weg ist. Naja, sind wir mal ein bisschen spazieren gefahren, was soll's. Vielleicht kommen wir ja hier hoch. Es funktioniert zumindest in begrenztem Maße. Oh, sieh mal an, wer gleich neben mir fährt. Das sehe ich ja jetzt erst. Jetzt muss ich bloß auf die Straße hochkommen. Oh Gott. Die Motorleistung von dem Ding ist der Hammer. Oh Gott, ich stehe. Ah! So, dann machen wir das mal auf die Art und Weise. Straße? Oh nein, der ist im Tunnel, hä? Oh, ihr Ärsche. Ihr seid solche Ärsche, der ist im Tunnel. Ich komme hier nicht weg. Ah, okay. Die Frage ist, wie komme ich jetzt in diesen scheiß Tunnel? Wo ist die Einfahrt dazu? Ah! Unten bestimmt, oder? Okay, ich kann durch Leute durchfahren. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Hier ist die Tunneleinfahrt. Und davon sollte doch eigentlich unser Security Car sein, oder? Ist er schon wieder irgendwo anders dann abgebogen? Nein! Sieh mal an! Auf Wiedersehen! Den Job hätten wir geschafft. $10.000 für uns. Und ein glücklicher Auftraggeber, nehme ich mal so an. So, da wir jetzt sowieso schon in der Ecke sind, werde ich auch gleich mal speichern gehen. Ich meine, wir stehen direkt neben unserem Haus. Wäre doof, da einfach jetzt wieder wegzufahren. Von daher mal ganz kurz rein und überspeichert das Ganze. So. Der Wagen ist natürlich weg hiervon, ist doch klar. Wir sind schließlich in Liberty City. Da bleibt kein Wagen stehen. Wie könnte er auch? Oh, sieh mal an. Her damit. So, dann machen wir gleich weiter. Rumpeln wir uns mal nach unten. Oh, shit. Alles gut, war so geplant. So, ich bin mal gespannt, wie viele Missionen das sind, die wir da am Telefon ausführen können. Ich glaube, bei den anderen waren es immer so, weiß nicht, 4, 5 Stück, oder? Würde ich denken. Mal sehen. Schauen wir uns die dritte an. Das Höllenfahrtskommando. Some effort is why my wheels to blow. If I lose those wheels, my rep on the street will be dead. Pick up my car and take it over to the garage on St. Mark's, alright? Yes! Let them defuse that. Let them take care of that bomb. The clock's ticking and the wiring is messed up. One pothole too many and that thing could blow. Now move it! Ernsthaft jetzt? St. Mark's? Habt ihr sie noch alle? Wisst ihr, wie weit weg St. Mark's ist? Das ist ganz, ganz weit weg. Oh, das ist eine übelste Scheißidee. Da sind nämlich Mafia-Leute. Und die schießen auf uns. Mit Pumpguns. Habt ihr euch das gut überlegt? Ach du Kacke. Komm ich hier hoch? Nein, natürlich nicht. Ah, und die Tatsache, dass ich da nicht hochkomme, bedeutet, ich muss nochmal... Scheiße. Ja, klappt alles super gerade. Ich hasse dieses Eck. Diese blöde Stadtecke hier. Ja, ist mir egal, ob jetzt das Ding piept. Scheiß Bullen. Könnt mich mal. So, komme ich denn hier... Wer hat denn das gebaut? Ah! Purer Hass. Oh mein Gott. So, jetzt sollte ich es doch endlich mal zumindest zu dem Wagen erstmal hinschaffen. Das kann ja nichts werden, ey. So, da haben wir ihn. Gut. Jetzt kommt der nächste Auftrag. Wir müssen den Tunneleingang finden. Fahr zur Garage, aber Vorsicht, wird der Wagen zu stark beschädigt, explodiert er. Dankeschön für den Hinweis. Ach du Scheiße. Er darf ja wirklich nicht viel kassieren, wa? Na gut, dann schauen wir mal, ob das gut gehen kann. Zumindest weiß ich ja jetzt schon mal, wo die Tunneleinfahrt ist. Und zwar hier die Straße lang, wenn ich das recht im Sinn habe.
Ha, toll. Gut 4 Minuten. Um einmal vom ganz im Westen bis ganz in den Osten der Stadt zu kommen. Herzlichen Glückwunsch. Und dabei nach Möglichkeit keine Unfälle bauen. Wo kommen die ganzen Autos her? Was fällt denen ein, ja auch hier rumzufahren? Zumindest haben wir einen schnellen Wagen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Man stellt sich vor, wir würden ja auch noch mit irgendeinem, weiß ich nicht, Rumpo zum Beispiel durch die Gegend fahren. Oh, ist da jemand angeeckt? So, mal ein bisschen vom Gas gehen, wenn man hier an die Kreuzung kommt. Nicht, dass jemand unvermittelt plötzlich ausbricht zur Seite. What the fuck? What the fuck? Hups. Ich glaube, da hat jemand eine kleine Ecke mitgenommen. Gut, lass doch mal laden. Was haltet ihr davon? Hups. Ja, so schnell geht's. Also, wir dürfen wirklich, wenn wir so schnell durch die Gegend heizen, keine Ecke erwischen. Sonst macht's sofort Bums. Wir haben aber zumindest schon mal eine kleine Impression von dieser großartigen Mission jetzt bekommen. Und diesmal weiß ich auch direkt den Weg. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Diesmal verliere ich nicht erst 1,5 Minuten dadurch, dass ich den falschen Weg fahre. Und vor allem diese blöde Brückenauffahrt ist halt wirklich auch direkt neben dem scheiß Telefon.